So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Diablo. Und ja, wir wollten mit den ganzen Charakteren hier sprechen und ich habe gerade die ganzen Klamotten hier verkauft für Adria, die ganzen Mana-Tränke und die ganzen Zaubersprüche. Aber sie hat natürlich auch etwas zu sagen zu dem Anvil of Fury, diesem Amboss der Wildheit oder der Raserei. There are many artifacts within the labyrinth that hold powers beyond the comprehension of mortals. Some of these hold fantastic power that can be used by either the light or the darkness. Securing the anvil from below could shift the course of the Sinwar towards the light. Alles klar. Also das scheint also wirklich der übelste Shit zu sein, dieser Anvil of Fury. Wenn er sogar den Sündenkrieg in unsere lichtvolle Richtung bringen könnte, dann sollten wir uns den auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Währenddessen könnten wir mal Kane ansprechen noch kurz. Hello, my friend. Nein. Stay a while and listen. Griswold speaks of the Anvil of Fury, a legendary artifact long searched for, but never found. Crafted from the metallic bones of the Razor Pit demons, the Anvil of Fury was smelt around the skulls of the five most powerful magi of the underworld. Carved with runes of power and chaos, any weapon or armor forged upon this anvil will be immersed into the realm of chaos, embedding it with magical properties. It is said that the unpredictable nature of chaos makes it difficult to know what the outcome of this smithing will be. Ja, wenn das jetzt sich wirklich aufs Gameplay bezieht und wir bekommen nachher irgendeine Waffe mit Magieattributen, ne? Dann raste ich aber auch, glaube ich, völlig aus. Das meinte er nämlich gerade, glaube ich, mit durch die Natur des Chaos weiß man nicht genau, was bei den Waffen rumkommt. Hm, lassen wir uns mal überraschen. Can a fellow drink in peace? Was hat unser Besowski denn zu sagen hier? Griswold captures anvil. What will he do then? And I'd be angry too if someone took my anvil. Hä? Warum hast du einen... Nein, Nein. Kein Kopfkino, ist es jetzt okay. If someone took my anvil, what the fuck? What ails you, my friend? So, wir brauchen erstmal nochmal zweimal Full Healing, glaube ich. Und dann müssen wir quatschen, Junge. If you had been looking for information on the Pestle of Curing or the Silver Chalice of Purification, I could have assisted you, my friend. However, in this matter, you would be better served to speak to either Griswold or Kane. Hat er nichts zu sagen? Okay. Interesting, now tell me this. Greetings, good master. Welcome to Don't You Think That Griswold Would Be a Better Person to Ask About. Ja, okay. Aber ich bin jetzt mal so hartnäckig und frage mal wirklich jede einzelne Figur hier. Good day. How may I serve you? Und warum? Weil Griswold's father used to tell some of us when we were growing up about a giant anvil that was used to make mighty weapons. He said that when a hammer was struck upon this anvil, the ground would shake with a great fury. Whenever the earth moves, I always remember that story. Nee, hier geht's nicht lang. Verzeihung, ich habe gerade einen kleinen Snack zu mir genommen. Also, was Jillian uns gerade erzählt hat, bedeutet also, im Umkehrschluss, jedes Mal, wenn es ein Erdbeben gibt, wird in Wirklichkeit natürlich der Amboss der Wildheit irgendwie, oder ja, keine Ahnung, wie das genau übersetzt wird, Fury, Wildheit, ich glaube, so ungefähr haut das schon hin, dann wird er benutzt. Und deswegen gibt es Erdbeben, weil der, ne, weil jemand auf diesem tollen Amboss rumhaut. Ja, okay, macht Sinn. Psst, over here. Zumindest in dieser Welt. If you were to find this artifact for Griswold, it could put a serious damper on my business here. You'll never find it. Natürlich nicht. Er hat natürlich Sorge um sein Geschäft, ist klar. So, ich könnte eigentlich nochmal speichern hier jetzt mit der neuen Ausrüstung, aber ich glaube, das wird der serious shit hier, weil
Mir ist ja aufgefallen, nicht nur, dass wir jetzt noch mal eine Ecke mehr Schaden machen mit dieser Axt, die ist ja eigentlich langsamer und eigentlich gar nicht so der Shit, aber wir haben jetzt ja eine Hitchance auf 96% gemaxt. Und wenn wir jetzt auf Gegner hauen, dann treffen wir fast immer mit einem solch großen Schaden. Das wird krass. So, dann haben wir jetzt hier die Rags aufgenommen, die haben wir beim letzten Mal liegen lassen. Die Unidentified Rags. Und Chest ist hier noch. Oh, ein Greatsword. Das sieht geil aus. Ein Samurai-Schwert, geil. Also, ist das. Nee, ist doch nicht mal ein Samurai, es ist aber ein anderes Asiatisch, wie nennen die sich? Die so eine Klinge haben. Fällt mir gerade nicht ein, aber da gibt es auf jeden Fall so Schwerter mit der Form, die auch aus dem asiatischen Raum stammen und nicht, meine ich zumindest, nicht Samurai-Schwerter sind. Wenn die so halb gebogen und oben stumpf sind, also, naja. Egal. So genau kenne ich mich in dem Bereich natürlich auch nicht aus. Up to Level 8 wollen wir nicht. Wir sind jetzt zu Level 9 und jetzt gehen wir nach Level 10. Immer weiter in die Tiefe hier. So, wir sind Level 17, okay. Mal guck mal, hallo, Obsidian Lord. Komm her, mein kleiner Lord. Lord Voldemort, wo bist du? Das ist ja ganz dunkel. Okay, und böse Viecher mit Blitzen. Das wird, glaube ich, böse. Okay. Alter Stormrider. Was für miese Viecher, ey. Aua. Oh, ich habe doch hier eine hohe Verbrauchsrate an Heilungsgegenständen, merke ich gerade. Da sind schon zwei Tränke weg, okay. Alter, hätte ich vielleicht doch mal mehr auf die Resistenzen setzen sollen? Ich fürchte fast. Blade. So, ihr seid fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, noch mehr Freunde hier. Immerhin gehen die auch vergleichsweise gut down. Oh, da ist ein Spezialgegner. Holy shit, ich stecke großen Schaden ein. Oh. Oh, holy crap! Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, aber ganz dringend. Alter. Beruhigt das doch mal, Leute. Holy crap! Ein goldener Buckler. Oh, geil. Was ist das denn für ein Spezialgegenstand? Aber wir haben fast keine Heilgegenstände mehr. Holy shit. Was waren das denn für Gegnerschadensdings gerade? Oh, holy fuck. Okay, ich sammle das Gold auf und dann gehen wir hoch. Und du bist mir da unten mal gerade ganz egal. Holy shit, wir müssen ganz dringend unsere Blitzresistenz nach oben treiben für diese Gegner, sonst sind wir so tot. Holy shit. Es eskaliert, ey. Aber wie? Holy shit. Alter, haben die uns gerade auseinandergenommen. Allein meine Rüstung hat hier 11 Schadenspunkte eingebüßt. Alter Verwalter, was haben wir hier kassiert gerade? Wow. Gut. So, jetzt kann ich mich langsam wieder beruhigen. Dann muss ich wohl oder übel mir da oben in der Stadt mal ganz schnell möglichst ein Gegenstandsset mit Blitzresistenz ausrüsten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man hier seine Gegenstände nicht einfach wegwirft oder wegverkauft, alle, weil manche Resistenzgeschichten sind wirklich wichtig in einigen Leveln. Das sind jetzt so Gegner, die kommen vielleicht zwei Level lang vor oder drei und danach ist wieder Feierabend. Dann sind wieder andere Gegnertypen da. War das nicht Ember of. Ich nehme die Sachen mal gerade auf. Genau, Resist All plus 17. Und selbst die 5 Punkte, die uns hier abgezogen werden, können wir uns noch leisten, weil wir immer noch über 80 haben, dass wir das hier behalten können. Resist All plus 17 plus 15. Dann haben wir hier schon mal Lightning plus für 32% resistent. Halt.
Ja, okay, das müssen wir alles noch identifizieren, hier die beiden Sachen. Das kann dann mal weg. Ivory Plate, was machte das? Ah, Resist Magic, das bringt uns natürlich gerade nichts. Full Helm ist normal. Shield of Power machte auch nur 12 auf Stärke und Armor 6. Vicious Sword hat auch nur 71 Schaden. Okay. Ja, mehr können wir allerdings auch gerade nicht tun. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Wir machen zwar Damage und so, aber... Ja. Gut. So. Ich muss erstmal die Gegenstände identifizieren. Hello, my friend. Stay a while and listen. Erstmal das Greatsword, dieses komische Japano-Schwert oder was das ist. Sword of Structure, High Durability. Macht zwar viel Schaden, hat aber sonst überhaupt keine Werte. Kann ich also gleich verkaufen. Rags. Of the Eagle ist nett, auch nicht wichtig. Buckler. Ein Split Skull Shield. Ach ja, genau, das ist ja ein Unique Item. Dann müssen wir hier nachgucken. Okay, das hat wenig Durability. Oh. Das wäre als Ersatz für das Shield of Power halt richtig geil, ne? Das gibt uns 12 auf Stärke, das hier gibt nur 2 Punkte auf Stärke, hat dafür aber auch Hitpoints plus 10 und hat eine höhere Armor Class mit 10. Minus 10 Light Radius, ja, das würden wir ja noch überleben. Ja, ach komm, schmeißen wir mal alles hier hin, ist doch alles, ne? So, das können wir verkaufen, beides. Das ist ja für beides eigentlich relativ uninteressant. Ist das ein Zweihandschwert? Sieht mir so aus, ne? Warte. Tatsache, das ist ein Zweihandschwert. Dafür ist es aber ziemlich kacke, jetzt mal ganz im Ernst. Naja. So. Das kann weg, das kann auch weg. Verkaufen wir gerade noch. Wow, what can I do for you? Dann repairen wir den ganzen Shit noch. Den Helm und die Topaz-Axt. Achso, die Rüstung haben wir nicht repariert, jetzt ist doch egal. So, die beiden kann man eben noch behalten, die sind nicht so schlimm. Okay, und ja. Diesmal haben wir wieder die andere, genau, Automap not available. Tauchen, dankeschön für den Hinweis. Alter Verwalter, aber das wird ein hartes Level, ey, mit diesen Lightning-Typen. Jetzt haben wir immerhin nochmal 15% mehr Resistenz auf Blitze. Das wird schon mal einiges wegfrühstücken von dem Schaden. Naja, halt 15% ist auch nicht viel, aber wird schon mal eine leichte Verbesserung der Situation bewirken. Denn das war eben echt unangenehm in Level 10. Das war höchst unangenehm, was die uns für einen Schaden auf einmal reingewürgt haben. Da gerade mit 4-5 Leuten auf einmal, mit der Spezialkreatur, mit dem Champion, das war ein bisschen too much. Da bin ich ja froh, dass wir es nochmal geschafft haben. So gerade eben. Ach, jetzt habe ich vergessen. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich wieder hochlaufen, dann nehme ich aber dann eine Scroll für. Das ist zwar doof, aber... Gut, du bist schon mal weg. Das hat sich ja erledigt. Nice. Guck mal her, kleinen Holy Shitter. Jemine! Ja. Jetzt gehe ich doch wieder nach oben. Aber ich nehme den weiten Weg doch. Weil ich glaube, wir müssen... Alter, wir können jetzt... Ungelogen, wir können jetzt 20 Haifläschchen mitnehmen oder so. Wir kassieren hier so hart. Es hängt natürlich auch damit zusammen, weil wir jetzt eine sehr geringe Armor-Class nur noch haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, was ist die Alternative? Eine höhere Armor-Class, weniger Resistenz gegen Lightning... Dann kassieren wir immer noch sehr viel. Also, das bringt halt nichts, ne? Egal, wie wir es jetzt drehen oder wenden. Das ist einfach ein ganz ekliges Level durch den Gegnertypen. Holy shit. Holy shit. Tja, da müssen wir erstmal uns eindecken, das, was ich eben vergessen hatte. Und nicht nur die Schnellleiste mit den 8 Plätzen, sondern müssen wir eigentlich hier wirklich alles vollhauen mit Heiltränken. So, receive healing erstmal bei Pepin. What ails you, my friend?
Und dann Full Healing. Klack, 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 klack. So, mehr können wir nicht, weil Geld ist alle. Aber wir haben jetzt jede Menge drin. Sieht ein bisschen crazy aus, aber wen interessiert es? Mich nicht. So, wenn das Spiel dazu will, dann kriegt das Spiel auch so. Wow, what can I do for you? So, reparieren. Können wir auch schon wieder hier die letzten Reste noch an Geld. Bam, bam. Bei Premium. Ich gucke mal gerade nach, ob wir hier noch eventuell irgendwas haben, was uns hilft. Okay, Ember Mail of Power hört sich interessant an. Resist All plus 20% plus 12 zu Stärke. Armor hat 32 Punkte. Das ist unglaublich viel. Okay, und eine Topaz Skullcap für 3800 noch dabei. Wären also knapp 40.000, die wir bräuchten. Dann hätten wir nochmal 13% auf Resist All. Aber nur Armor 2. Aktuell haben wir Armor auf dem Kopf von 4. Und Fastest Hit Recovery. Aber wie gesagt, die Resistenzen würden sich jetzt echt mega bezahlt machen, ne? Was haben wir denn überhaupt an Kohle hier? Schmeißen wir mal alles zusammen. 20, ne? Nee, das sind keine 5.000. Das sind 20.000. 25, 30, 35, 40, 42.000 paar zerquetschte. Okay. Ja, gut. Wenn wir natürlich jetzt den anderen Mail nehmen und der 32 Armor hat und uns noch mehr auf Attribute gibt und Resistenzen und so ein Kram, warte mal, das muss ich gerade nochmal nachgucken, da können wir das andere eigentlich auch verkaufen. Ember Mail of Power haben wir gesagt. Hat mehr Armor, Resist All, hat natürlich keine Attributswerte außer plus 12 zu Stärke allerdings auch. Alter, das ist zu diesem hier so überlegen. Natürlich bringt uns das hier nochmal 3% Hitchance. Aber ansonsten halt nichts, ne? Wow, what can I do for you? So, komm, verkaufen den Scheiß. Unser 46.000 Ember Mail of Power. Die Frage ist jetzt noch, nehmen wir die Topaz Skull Cap noch mit? Weil, also für dieses aktuelle Level können wir die gut gebrauchen. Danach wahrscheinlich nicht mehr so wirklich, weil, wohl, weiß man nicht. Vielleicht brauchen wir die Resistenzen ja auch weiter unten noch. Wir verlieren 2 Rüstungswerte. Ach komm jetzt, nimm einfach, es kann nicht verkehrt. Boah, das sieht fancy aus. Okay, Ember Mail of Power läuft bei uns. Und Skullcap. Und bam. So, Bitches, da sind wir. So, Resist Magic sind wir schon mal auf Max. Und haben immerhin Feuer und Blitzresistenz bei fast der Hälfte, bei 48%. Das kann man durchaus mal so anbieten. Also jetzt halt momentan noch überlege. Ist halt, ob man dieses Shield nicht mitnehmen sollte im Zusammenhang mit dem Vicious Sword. Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Rätselgeschichte oder so eine Raterei. Das können wir erstmal verkaufen. Die Ember Armor of Brilliance brauchen wir nicht wirklich, weil Magic brauchen wir eh nicht. Resist All haben wir jetzt auch hier drin. Und zwar noch viel größer. Mit 20 statt 17%. Und Armor ist auch doppelt so stark, also können wir. Wow, what can I do for you? Ember Armor of Brilliance erstmal verkaufen. So, das haben wir schon mal gemacht. Ja, okay. Zack, 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 zack. So, wir gucken jetzt mal. Unser Charakter ist schon ziemlich geil. Macht jetzt aktuell noch mehr Schaden, weil natürlich jetzt auch hier 12 Stärkepunkte durch die Rüstung kriegt. Das wird ja alles nur drauf gerechnet. Wie sieht's denn jetzt aus? Wenn ich die Axt weglege. Habe ich, ey, Faustschaden von 18, das ist eigentlich auch recht nice. So, mir nichts, dir nichts. Ach so, die Axt gibt uns aber noch Resistenz zu allem plus 15%. Oh, das hatte ich nicht berücksichtigt.
Also 29 bis 46 Schaden, das merken wir uns erstmal. Und 47 Armor Class. Also wir machen mit der Axt halt mehr Schaden, wie man es auch erwarten würde. Mit dem Schild hätten wir natürlich mehr Rüstungsklasse, aber auch eine ganze Ecke weniger Schutz gegen Blitze. Ich weiß gerade leider nicht, was mehr wert ist. Rüstungsklasse hoch um 10 Punkte oder hier wie viel Prozent? 15% mehr Resistenz gegen Blitze. Also mein Bauchgefühl würde mir sagen, Rüstungswert ist noch wichtiger, weil der spielt denn... Ja, das ist jetzt halt die Frage, spielt der Rüstungswert eine Rolle bei den Angriffen, die diese Blitzviecher halt machen? Wenn er das nicht tut, dann kann ich den ja so hochschrauben, wie ich will. Das müssen wir eigentlich gleich mal testen, weißt du das? Komm, ich bin so frei, das testen wir jetzt mal aus. Wir schauen uns das mal an mit diesem Ausrüstungsgegenstand, der eh nur 15 Durability hat, also nicht lange hält. Wenn wir mit dem Schild da unten reingehen, wie viel wir noch kassieren von diesen Blitzviechern, das müssen wir gleich mal testen. Wir haben aktuell immerhin schon 33% Schadensreduktion und hätten noch 15% mehr mit der Axt, mit der Zweihand-Axt. Problem natürlich, mit der Zweihand-Axt verlieren wir 10 Punkte Rüstungswert. Tja. So, aktuell haben wir auch nur 27 bis 40 Schaden. Das ist eine Ecke weniger als mit der Axt, zumindest was den Max-Damage angeht, aber das ist mir jetzt auch mal egal. Ich probiere es einfach mal aus. Wir sind jetzt ja hier voll aufgeladen. Ich speichere vorher gleich auch nochmal sicherheitshalber, weil das scheint mir doch bisher das anstrengendste und schwierigste Level von allen zu sein, dieses 10. Da zieht es dann auf einmal richtig an, schwierigkeitsgradmäßig. Da haben wir gerade schon so viel Heiltränke verballert wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Safe Game. So. Und ja, und die sind natürlich unaussagekräftig. Bei denen nehmen wir auf jeden Fall weniger Schaden, weil die nur direkt auf unsere Armor-Class gehen. Das ist mir klar. Bei denen. Sie machen schon noch ordentlich. Holy fuck, Schaden, weil sie uns umzingeln. Okay, ich muss jetzt gerade mal platt machen. Die machen echt mega krassen Schaden. Das ist unfassbar. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie viel Schaden macht so eine Gruppe? Elixir of Strength. Right click to use. Haben wir einfach mal einen Stärkepunkt bekommen. Geil. Jetzt will ich den Vergleich ziehen mit der Axt. Also, mehr Schaden, mehr Resistenz auf Blitze, aber halt auch 10 Punkte weniger Blub. Ne? Ihr wisst schon. Rüstungsklasse. Bin mal gespannt. Raid Helm. Nett. Oh, sieht aus wie ein Römerhelm. Geil. Armor 11, aber brauchen wir halt auch nicht. Ja, der Loot wird jetzt schon anders, wird jetzt schon ein bisschen extreme. Man merkt es, aber es ist auch richtig so. Denn wir bewegen uns ja auch hier gegen ganz andere Gegner inzwischen, die ein bisschen mehr drauf haben, wie man sieht. Jetzt schon wieder 2 Heiltränke verbraucht in einer einzigen Begegnungsphase. Oh, nee, das ist mir aber... Alter, was? So, und jetzt siehst du halt den Nachteil. Bei den Gegnern wiederum, scheiße. Alter, ich werd total weggezogen, ey. Weil die machen halt ohne Ende Schaden, ne? Oh, ich werd so viel Heiltränke verballern, das ist unfassbar. Vor allen Dingen, ich kann's ja machen, wie ich will. Es wird nicht besser. Holy shit. Ich geh jetzt auch mal auf Vitalität. Auf Vitali, weil... ja, weil. Tja. Schade, dass ich nicht beides haben kann. Die große Rüstungsklasse, also die hohe Rüstungsklasse und... Alter, wie viele! Ich krieg die Krätze!
Und noch ein Bogenschützer jetzt. Alter, es wird ekelig. Ich kann meine Ausrüstung gerade nicht wechseln. Alter, fuck. Ja, und dann schmeiß ich es weg. Oh nein, im wahrsten Sinne des Wortes weggeschmissen. Ja, das wird für mich gewesen sein. Hier, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Fuck it. Holy shit. Oh, ist das anstrengend gerade. Alter, ich kotze. Alter, was ist denn hier los? Was machen die für ein Kack-Damage, ey, Alter? Bloß auf Armor-Class gehen. Ich hab die Schnauze so voll. Komm her, du Pisser. Jawohl, weg mit dir. Einzeln sind die okay, aber nicht in Zehnergruppen. Verpisst euch, aber schnell. Und du vor allen Dingen auch. Kleiner Penner hier, was du hier überhaupt noch zu suchen hast. Halt, die sind gefährlicher. Okay, also ich habe mich spontan für die Rüstungsklasse entschieden, weil, Alter, was habe ich hier gerade gefressen, ey. Ich habe die ganze Schnellleiste aufgebraucht innerhalb weniger Minuten und Sekunden. Oh Gott, eins habe ich fallen lassen eben, das weiß ich. Den hole ich mir noch wieder. Alter, ich kann hier keine 5 Minuten überleben hier unten. Das ist ja schlimm. Boah, ist das hässlich gewesen gerade. Alter. Puls von 180 gehabt, aber nicht umsonst. Da war ich gerade kurz vorm Nippeln. Das wäre es fast gewesen eben. Alter. Ja, die machen jetzt halt auch noch ordentlichen Schaden, aber es geht nicht. Also, solange diese Nahkämpfer nicht gleichzeitig mit denen auftauchen, ist es okay. Oh, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. So, hier unten ist noch eine kleine Kiste. Da kommen auch noch Bitches. Ah, die haben ja auch Nahkampfangriffe auch noch. Das heißt, man darf die auch nicht auf ihre Blitzqualitäten reduzieren, denn die haben natürlich auch Nahkampfangriffe, die ordentlich reinhaut. Da macht es noch mehr Sinn eigentlich. Alter, warum denn immer 20 auf einmal? Ey, das ist doch echt nicht mehr schön. Warum wäre ich da getroffen? Ich bin doch schon weg. Ha? Lo? Was ist denn hier los? Noch einer hiervon. Hallo, stirb! Schneller. Ist das anstrengend gerade. Meine Fresse, die Gegner sind richtig fies. Und natürlich kommen jetzt noch die Arschlöcher dazu, ey. Komm, hör mir auf. Hör mir auf mit den Gegnertypen, ey. Das ist ja die fieseste Level-Kombo, Gegner-Kombo, die ich seit langem erlebt habe hier, wirklich. Seit ganz langer Zeit. Diese Gegnertypen alle auf einmal, ey. Pest und Cholera. Alter. Da willst das Spiel aber mal richtig von mir wissen in Level 10, wa? Also richtig hart fisten will es mich. Okay. Dazu habe ich eine Antwort, die da heißt, verpisst euch. Und zwar alle. Die machen noch ordentlich Schaden. Hallo, sammel auf. Flo, kannst du auch mitnehmen, ist okay. So, nächste Heilung. Da unten ist auch noch einer. So, Plong. Ach, Anvil of Fury, du bist's. I need to get this to Griswold. Er ist auch schon irgendwie leicht angespannt, hört man so aus. I need to get this to Griswold. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man möchte hier auch wirklich keine. I gotta pawn some of this stuff. Longwall Bow. Ja, können wir nicht benutzen, weil keine, ne? Aber können wir ja mit nach oben bringen. Wo ging's lang? Hier irgendwie, ne? Genau. Hier ging's lang, okay. Alter, wie viele Viecher wir aber auch schon umgenietzt haben hier in der Gegend. Das ist doch so langsam nicht mehr schön, ne? Normales Blade. Oh, den Anvil of Fury. Jetzt will ich aber auch mal richtig fetten Loot erwarten. Dafür, dass ich gerade hier so eine überlange Folge produziere mit megamäßig Loot, mit megamäßig anstrengendem Gameplay, will ich jetzt aber auch, dass sich das gelohnt hat. Aber wisst ihr was, weil die Folge schon wieder so lange ist, mache ich jetzt einen fiesen Cliffhanger und sage, hihi,
Das seht ihr aber erst in der nächsten Folge, was dieser Anvil of Fury hier eigentlich bringt. Fest steht, ich bleibe bei Schild und Schwert, weil, Alter, was wir eingesteckt haben, das war nicht mehr normal. Okay, so, ich muss jetzt auch mal ein bisschen runterkommen. Das war eben extrem anstrengend, diese Situation mit diesen vielen Viechern. Wir sehen uns dann an der Oberfläche wieder das nächste Mal und dann verkaufen wir oder geben den Anvil of Fury bei Griswold ab. Bis dahin, macht's gut und ciao!